Hallo und herzlich willkommen im Keller. Jetzt bin ich sogar dreimal gefragt worden, ob ich nicht mal ein bisschen was zu meiner ganzen Ausrüstung, die hier so rumliegt, erzählen möchte. Es ist schon etwas spät am Abend, aber ich habe ehrlich gesagt schon noch Lust, ein bisschen, ja, ich fange einfach mal an und guck mal, wie weit ich komme. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann gehe ich ins Bett. ja, also ihr seht im Hintergrund mein Ausrüstungsregal in meinem ja, Männerkeller, der noch immer ein schönes Schild für die Tür braucht. Ich tendiere zu Achtung, Männerkeller. Längerer Aufenthalt kann zu Staublunge, Erfrierungen, Knochenbrüchen, aufgrund herumliegender Bierflaschen heißt der Spruch eigentlich, aber Bierflaschen habe ich hier nicht rumliegen. Wasserflaschen? Oder wenn man mit dem Boxsack in Kontakt getreten ist? Und ungewollten Schwangerschaften führen. Letzteres lasse ich wahrscheinlich weg für den Fall, dass hier doch mal auch irgendwann mal eine Frau unterkommt. Die sollte das dann natürlich nicht lesen. Aber der Spruch ist gut. Egal. Jedenfalls, übrigens eigentlich heißt das Achtung Studentenbude und dann die ganze Reihe von Zeug, was da ja, zu nennen ist. Mein Ausrüstungsregal. Ist nicht alles drin, was ich besitze, aber so das Zeug, was ich regelmäßig verwende, ist drin. Was ich noch regelmäßiger als regelmäßig verwende, wie zum Beispiel mein üblicher Hosentascheninhalt oder mein Hutzubehör oder natürlich mein, auch wenn ich gerade aktuell nicht so gut drankomme, obligatorisches Opinel Nummer 12. Das ist halt immer in der Hosentasche, das ist dann auch natürlich nicht im Keller, sondern griffbereit. Aber das meiste liegt hier unten rum. Das heißt, wenn ich irgendwo hin möchte, waldmäßig oder sowas, dann mache ich einen kurzen Abstecher in den Keller, schnapp mir den hier lagernden Waldrucksack, also meinen guten kleinen Bundeswehrrucksack hier, und räume da rein, was ich mitnehmen möchte, je nachdem, was ich vorhabe. Der hat keine Standardfüllung mehr. Früher hatte ich da immer so ein paar Standardutensilien drin liegen, aber da ich den auch ganz gerne fürs Zivile verwende, wenn ich einfach einkaufen gehe oder sonst was, ist manchmal ein bisschen hinderlich, wenn man dann der Kassiererin erklären muss, haben Sie da noch was im Rucksack? Ja, ja, was denn? Ja, ein Tarp, ein Poncho, ach, das sind meine Heringe, was, das ist zum Feuer machen. Oh, das ist ein halber Liter Spiritus, machen Sie sich keine Gedanken. Und ja, das kann ich nun wieder zu etwas eigenartigen Situationen führen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wann immer ich Ausrüstung brauche, kann ich jetzt hier in mein vergleichsweise gut sortiertes Regal gehen und mir schnappen, was ich brauche. Ich bin ein Mensch, der nicht gerne Ordnung hält, der hin und wieder etwas Ordnung halten muss, aber es auf jeden Fall nicht übertreibt. Deswegen, es gibt so einzelne Abteilungen und in welcher Abteilung jetzt welcher Gegenstand wo genau liegt, das ist mir relativ egal. Und es dauert auch hin und wieder mal ein paar Tage, bis wirklich wieder alles an dem Platz liegt, an den es gehört, nachdem ich es halt eben in Verwendung hatte. Teilweise habe ich auch eben vor, es zum nächsten Tag gleich nochmal zu verwenden und dann räume ich es auch nicht sofort auf. Und das liegt dann meistens hier auf dem Kartenschrank, auf dem jetzt gerade die Kamera steht und wartet darauf, aufgeräumt zu werden. Das hier ist ein Wachsfackeltopf, also ein Fackeltopf, wenn man so möchte. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wo ich den hinräume, aber ich glaube, zoomen wollte ich jetzt nicht. Ah! Stimmt bei Work. Irgendwo hier ist ein guter Platz. Da sind nämlich die brennbaren Utensilien. Gut, aber fangen wir mal an mit dem Zeug, was da oben liegt. Dieses Ding. Das ist meine Ready-to-Sleep-Rolle. da ist drin ein Militärschlafsack. In diesem Fall ist es das Schweizer Modell, wobei der sich nur geringfügig von irgendeinem Carinthia-Schlafsack, der auch einen Namen hat, unterscheidet. Das Ding ist auch von Carinthia. Erkennt man einfach allein schon an der Bauweise.
Und drumherum diese etwas glänzende Hülle hier, das ist der dazugehörige Biwaksack. Heißt, man kann sich diese Rolle, also so verwende ich sie meistens, aus dem Regal schnappen, ins Auto werfen, wenn ich irgendwo hinfahre und da über Nacht bleiben möchte, dann penne ich da meistens auch in irgendeinem Wald oder im Straßengraben oder was halt gerade verfügbar ist. Teilweise übernachte ich auch direkt im Auto. Ich habe einen kleinen Corsa. Das ist also nicht so wirklich komfortabel. Da kann man sich nur ungut ausstrecken. Also wenn man den Rücksitz zurücklegt und die Bank unten hinten umlegt und dann noch Polstermaterial in die Kuhle legt, in der der Hintern sonst ziemlich weit unten liegt, dann hat man auch eine gerade Sitzfläche. Das ist ein gewisser Aufwand. Kann aber funktionieren und ich schlafe da eigentlich dann auch ganz gut. Aber meistens lieber draußen und dafür ist dieses Ding hier primär gedacht. Und auch sonst, wenn ich jetzt irgendwie beschließen sollte, hier in meinem Keller zu übernachten oder jetzt das dringende Bedürfnis haben, unbedingt im Wald zu übernachten, dann kann man sich dieses Teil, so groß es ist, immer noch mit ein paar Schnüren hier oben auf den Rucksack binden und dann so mitnehmen. Also das ist wirklich für die ganz schnellen Übernachtungen, das ist nichts für Trekkingtouren. Das ist wirklich, wenn Gewicht keine Rolle spielt. Und deshalb ist das auch der einzige Schlafsack, den ich hier unten habe, weil was mir bei dem auch relativ Wurst ist, dass der in so einer Wurstform gelagert wird. Hochwertige Schlafsäcke soll man ja im Idealfall im Kleiderschrank hängend oder sonst irgendwo hängend lagern, weil dann eben das Füllmaterial möglichst wenig komprimiert wird, damit sie ihre Bauschwierigkeit möglichst lange behalten. Das ist auf jeden Fall nicht schädlich, sie so zu lagern, und deswegen hängen meine anderen Schlafsäcke irgendwo im Haus. das variiert. So, diese Abteilung hier, man kann es, glaube ich, einigermaßen sehen. Dazu muss ich nicht viel erzählen. Das ist im Wesentlichen sind es Regenschutzhüllen für Rucksäcke, das Ding hier auch. Teilweise sind sie ein bisschen beschädigt und ich überlege, da jetzt noch irgendwas anderes draus zu machen, dass ich mir da vielleicht Schuhüberzug oder was draus schneidere. Das ist immer so ein Gedanke, den ich schon seit ewigen Zeiten habe und noch nie in die Tat umgesetzt habe. Da liegen auch solche Stangen hier für die Dackelgarage, also das Bundeswehrzelt in Anführungszeichen. Genau die gleichen Stangen gibt es auch in der Schweiz, das ist das Schweizer Modell, beziehungsweise bei den Österreichern gibt es auch was nahezu Identisches. Also dieses System ist, glaube ich, relativ international. Da habe ich einen ganzen Haufen von, dankenswerterweise geschenkt bekommen. Und dann wäre vielleicht noch erwähnenswert, dieser uralte Fjällräven-Poncho, den ich jetzt beim Keller aufräumen gefunden habe. Ich wusste gar nicht, dass mein Vater sowas besitzt. Der ist noch wunderbar. Der ist zwar mindestens 30 Jahre alt, 40 wahrscheinlich, aber der ist echt noch gut. Der ist echt noch wasserdicht. Ich habe ihn neulich mal ausprobiert. Ist ein ganz einfacher Poncho im Stil vom Bundeswehr-Poncho. Nur sehr leichtes Material und wie man sieht, auch klein verpackbar. Also wenn man bedenkt, wie alt der ist, ist das faszinierend, was das für ein kleines, schönes Poncho-Chin ist. Den werde ich in Zukunft häufiger mal verwenden. Habe den erst vor ein paar Wochen wieder entdeckt, beziehungsweise zum ersten Mal entdeckt, weil ich nicht wusste, der war in einer Tasche mit jede Menge Torfproben. Da habe ich halt nicht dran gedacht, dass ich jetzt zwischen den Torfproben nach eventuellen Schätzen suche. Apropos eventuelle Schätze, ebenfalls gefunden habe ich da diesen tollen alten Kompass hier. Guckt euch den mal an, ist der nicht schön? Ich habe den jetzt da drüben im Bücherregal aus dekorativen Gründen, weil ich da auch so ein paar dekorative Sachen gerne reinstellen wollte. Aber das ist doch mal echt ein schöner alter Kompass, der funktioniert noch einwandfrei. Der hat sogar so eine Anlegkante für die Kartenarbeit, hat einen Spiegel, hat eine Peilvorrichtung in Form eines Schlitzes in der Spiegel, da unten ein Loch. Das funktioniert also alles ganz wunderbar. Die modernen Kompasse mögen vielleicht noch ein paar raffiniertere Lösungen für das eine oder andere haben, aber sogar durchgucken kann man. Also das ist wirklich ein schöner alter Kompass, vergleichsweise schwer, weil halt eben aus Metall, aber mit dem werde ich in Zukunft häufiger arbeiten als mit meinem normalen Kompass, meinem Standardkompass, den ich sonst immer gerne hernehme. Das ist dieser hier, der liegt hier auch gerade gleich griffbereit. Das ist, glaube ich, ein Silver. Recta. Recta ist die andere große Kompassmarke und hat auch alles, was man braucht. Noch ein kleines Lübchen und so weiter und so fort. Zeigt sicher nach Norden, kann man auch Deklarationen eingeben. Und alles wunderbar mit
navigieren, was zu navigieren ist. Also ich kenne keinen Kompass, der da jetzt noch besser wäre. Auch wenn das nicht das allerteuerste Modell aller Zeiten ist, aber das ist ein sehr guter Kompass jedenfalls. Und der hier, das ist jetzt so ein bisschen ein Schatz. So, ich bin da kurz nochmal hinter der Wand. Ja, womit wir auch eben genau bei dieser Abteilung hier angekommen sind, das sind so Sachen, die ich mir täglich gerne in die Hosentasche stecke, wann immer ich in den Wald renne, beziehungsweise schnell unten in den Rucksack reinschmeiße. Oft habe ich das auch im Zivilen, in der Stadt und so weiter, davon gerne was dabei. Im Moment liegt gerade alles da aus Demonstrationszwecken, aber fast immer fehlt irgendwas, weil ich es gerade in irgendeiner Hosentasche habe. Ja, das ist eben neben dem gerade gezeigten Kompass, den ich sehr gerne hier auch mitnehme und der einfach da liegt, wo der Kompass da auch liegt und das mein zweites Navigationsgerät in Anführungszeichen ist. Das ist ein Höhenmesser. Und zwar ein rein mechanischer Höhenmesser, das ist mir wichtig. Ich mag grundsätzlich Geräte, die Geräte sind in Anführungszeichen, aber keinen Strom brauchen, finde ich ganz großartig. Das Teil muss immer mal wieder geeicht werden. Im Moment stimmt da nicht so hundertprozentig und hat zwei Anzeigen. Einmal Hektopascal, also Luftdruck, darauf arbeitet der ja, je nachdem wie der Luftdruck nachlässt. Ist man entsprechend höher, wenn der Luftdruck hoch ist, ist dann man entsprechend tief. Wenn der Wasserdruck zunimmt, dann ist man unterhalb des Meeresspiegels. Und das Problem hier bei diesen auf Luftdruck arbeitenden einfachen mechanischen Höhenmessern ist allerdings natürlich, dass die gleichzeitig vom Wetter beeinflusst werden, weil der Luftdruck ja nicht konstant ist und einfach nur von der Höhe abhängt, sondern halt eben auch vom Wetter. Deswegen muss man, wenn man auf einer längeren Tour ist, an Punkten, an denen man weiß, wie hoch man ist, zum Beispiel der Gipfel von irgendwas, wo dann ein Gipfelkreuzchen hängt, wo drauf steht, hier sind sie so und so hoch, kann man den dann immer wieder mit diesem Drehring hier ganz einfach nachjustieren, wann immer man weiß, wo man sich auf welcher Höhe man sich befindet. Und das ist auch schon die einzige Funktion von dem Teil. Das ist eine Dose, die dir sagt, wie hoch du bist, beziehungsweise welcher Luftdruck gerade herrscht. Und man kann diese Skala verdrehen. Fertig, aus. Ganz einfacher, toller Gegenstand, hat mir wunderbare Dienste geleistet, ist auf theoretisch 10 Höhenmeter genau, auf 20 kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen und das sollte für die Navigation in einem gebirgigen Gelände, speziell in Jotunheim war mir der sehr hilfreich, also in Norwegen, im norwegischen Hochgebirge, sehr, sehr, sehr hilfreich sein und ist eine tolle Sache, habe ich viel Spaß mit. Übrigens, solche mechanischen, solche luftdruckbasierten Höhenmesser ohne Strom basieren darauf, dass in dem Ding eine Dose drin ist, eine sehr empfindliche Blechdose aus sehr dünnem Material, die einen gewissen Innendruck hat. Und wenn der Luftdruck hoch ist, wird sie auf ein gewisses Maß zusammengedrückt. Nimmt der Luftdruck ab, dann drückt sich die Dose quasi, beult sich sozusagen aus durch den dort drinnen herrschenden Innendruck dann halt eben wiederum. Und je nachdem, wie hoch, ja, wie dick, wie sehr sich die Dose ausbeult, desto mehr geht der Zeiger in Richtung, sie befinden sich auf, was ist das Maximum, 5000 Meter, bei 5000 Meter Schluss. So, dann meine Standard-EDC-Dose, die kleine, das ist so die universelle Ausstattung, die ich immer dabei habe, wenn ich im Wald bin, verschwindet sofort in der Hosentasche. Ich mag diese Dose sehr gerne, weil die so eine Nierenform hat. Und wenn man die in eine Beintasche steckt, das ist so ähnlich wie mit meiner Taschenflasche, gleiches Prinzip, diese Nierenform, steckt man es in die Beintasche, schmiegt sich schön ans Bein an. Das gleiche macht auch eben diese Dose. Und in dem kleinen Päckchen ist im Wesentlichen Zeug zum Feuer machen, ein bisschen was zur Orientierung, natürlich ein Kompass, eine kleine Taschenlampe, das obligatorische Kondom zum Wassertransport. Jeder muss ja immer dazu sagen, wenn er ein Kondom dabei hat, damit kann man super Wasser transportieren. Habt ihr das mal ausprobiert? Das ist scheiße schwierig, mit den Dingern nennenswert super Wasser zu transportieren. Muss man meistens noch eine Socke dazu nehmen und das Ding in die das Innenleben der Socke verwenden. Dann geht es einigermaßen, aber so richtig viel Wasser kann man damit dann auch nicht transportieren. Ich glaube, das ist von daher eine lustige Idee, weil man ja unter Umständen Kondome sowieso mit sich rumschleppt, je nachdem, was für einen Lebenswandel man führt.
Ja, ein bisschen Feuerzeug, Zeugs ist noch drin. Ich habe, glaube ich, noch ein ganz kleines bisschen Nähmaterial. Selbstverständlich auch noch mal ein zusätzliches Taschenmesser. Man kann nie genug Messer haben. Bisschen Schnur, solche Sachen. Das hier ist die erweiterte EDC-Dose. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Inzwischen ist es ein ganz anderer Inhalt, der einfach die andere Dose noch ergänzt. Die andere Dose ist also Pflicht. Dieses Ding ist Kür. Kann ich mal separat zeigen, aber da ist im Wesentlichen mehr Schnur, mehr Brennmaterial drin, eine Rettungsdecke, ganz wichtig. So ein Zeugs. Gut, dann eine Etage tiefer. Das ist die Küchenabteilung, im Wesentlichen für Kochgeschirr. Jetzt noch nicht so sehr für Kocher, wobei Kocher stehen da auch dabei. Ich habe mich da jetzt nicht so festgelegt, ob ich jetzt wirklich sage, da darf nur Geschirr oder nur Kocher stehen oder was auch immer. Das ist irgendwie mir relativ egal. Die Taschenflasche habe ich euch gerade erst gezeigt. Die habe ich wirklich immer sehr gerne dabei. Da passt ein halber Liter Wasser rein. Man sollte nichts anderes als Wasser reinmachen, aufgrund dessen, dass die dann so sehr zuklebt, wenn man irgendwas mit Zuckerhaltiges reinmacht, also irgendeinen Saft. Schwarzes Wasser, dann ist schon vorbei. So, dann hier mein üblicher Bencher Titantopf, mit dem ich schon seit vielen Jahren versuche, Frauen zu beeindrucken. Es hat einmal funktioniert, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich vom Topf beeindruckt war oder mehr von dem Ambiente, in dem der Topf zum Einsatz kam und dem Zeug, was ich so erzählt habe, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Naja, da drin die Titan-Tasse, die dazugehörige, die habe ich ja meistens dabei. Der Topf ist im Prinzip das genau das gleiche, nur ein bisschen größer. Mit Titan-Spork von Light Made Fire, das Standardding, das haben ja auch einige von uns, habe ich geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und theoretisch habe ich hier noch ein buntes WS-Besteck. Theoretisch, aber das ist mehr aus Nostalgiegründen. Dass ich das wirklich benutze. Darunter habt ihr gerade gesehen, das ist einfach noch so ein Pfannenkeller, Schüssel, kann man sich von der Tonka, glaube ich, kann man sich was drin braten. Habe ich aber bisher nur über Gaskocher und Spirituskocher gemacht, das noch nie über den Feuer. Deshalb ist das Ding auch noch so sauber. Und sonst verwende ich es ganz gerne mal als Müsli-Schüssel oder ähnliches. Das hier ist ein Isolier-Topf. Becher, wenn man so möchte. Das ist für die ganz, ganz, ganz anstrengenden Tage, wo ich auch ganz, 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 muss ich nochmal spülen, glaube ich. nee, ist schon sauber genug. Wo ich ganz faul bin, da koche ich mir halt daheim irgendwas, pack das da rein, mach schön den Deckel drauf. Hier hat man auch eine Essschale dazu. Coole Erfindung von Esbit übrigens. Und fertig. Bleibt. Je nachdem, was drin ist, bis zu 10 Stunden, nach Herstellerangaben, 8 Stunden habe ich mal ausprobiert warm. Je nachdem, was drin ist, soll heißen, je feuchter und je voller, desto länger bleibt es heiß. Auf gut Deutsch, wenn man sich das Teil randvoll mit Suppe macht, dann ist das ideal, dann hat man wirklich wahrscheinlich fast diese 10 Stunden. Wenn man sich nur 2 Wiener Würstchen reinpackt, das sollte in relativ kurzer Zeit abgekühlt sein, weil da einfach zu viel Platz verschwendet ist, in Anführungszeichen, und die Masse des heißen Zeugs, was man reinfüllt, relativ gering ist. Drin ist, glaube ich, das Ding schon mit Alu irgendwie ausgekleidet, also für die Aluminiumverweigerer unter uns wäre das dann vielleicht nichts. Ja, das ist Alu. Das ist Alu. Wiegt auch vergleichsweise viel im leeren Zustand. Das ist halt wirklich einfach was, wenn ich mal ganz, ganz faul bin und keine Lust habe, was zu kochen. Auch super für irgendwelche zivilen, ich sage immer zivile Vorhaben, Dinge in der Stadt zum Beispiel, wenn ich irgendwie ins Museum gehe. Und wenn im Museum ist übrigens eine Sache, das dauert. Da komme ich immer morgens, wenn sie aufmachen, frage, wann sie zumachen und meine, wird knapp, na, dann komme ich halt ein andermal nochmal wieder. Dann erklären sie mich für wahnsinnig und wenn ich dann nach 6 Stunden und 7 Stunden und nach 8 Stunden dann irgendwann rausgeworfen werde, dann glauben sie mir immer. Dieses Teil hier sollte jedem ein Begriff sein, also so ein übliches Fressgeschirr. In diesem Fall habe ich von einem Schweizer, ob das jetzt deshalb auch der Schweizer Armee gehört, sieht so aus, steht Sieg drauf und ein Kreuzchen. Warte, guckt mal, da. Hier. Ja,
Wahrscheinlich in irgendeiner Form. Aber die Dinger unterscheiden sich ja nur marginal in kleinen Unterschieden. Dann habe ich hier noch ein uraltes Top-Set von meinen Eltern geerbt, was die damals in Schottland im Einsatz hatten. Das sind verschiedene Töpfe, ich glaube sogar 4 oder 5 Töpfe in immer kleiner werdenden Größen ineinander gestapelt. Alu-Topf, nichts Besonderes. Damals fand man Alu-Geschirr ja noch wunderbar, ohne groß drüber nachzudenken. Ich habe noch einen ganz kleinen Trangia-Topf, der mit dem Trangia, das ist das Trangia Mini-Kochset war das, was ich mir da mal gekauft habe. Gibt es auch nichts Großartiges zu sagen. Ach so, dieser Deckel ist eine schöne Pfanne, mit der man sich ziemlich genau 1,5 Spiegeleier braten kann. Bei 2 wird es schon kritisch, vorzugsweise nimmt man nur 1 und macht sich danach dann nochmal ein zweites. Aber das hauptzubereitete Objekt mit dieser Pfanne sind Spiegeleier. Es gibt dazu noch so eine kleine Griffzange, die man dann anmachen kann. Dann hat man halt auch noch einen Griff und hatte ich auch mal in irgendeinem Video, glaube ich, im Einsatz. So, dann habe ich da hinten noch die Bushbox rumliegen, die kennt ihr ja eh. Ein Trangia-Kocher hat auch schon jeder schon mal gesehen. Das ist halt dieser Standard-Spiritus-Brenner, den jeder im Original oder im Nachbau hat. Das Original ist auch nicht teuer. Dazu gibt es hier standardmäßig mitgeliefert, eben in diesem kleinen Kochset, diesen Aufsatz, wo man das Ding dann reinstellen kann. Und dann kann man halt einen Topf draufstellen und fertig aus. Also ganz simpel. Ich persönlich finde das noch zu groß und verwende gerne die Variante so und habe hier von so einem Notkocher 71, heißt der glaube ich, diesen Aufsatz einfach abgemacht und montiere mir den dann halt irgendwie drauf in der Hoffnung, dass es dann einigermaßen hebt und stelle dann meine Tasse drauf. Das ist eine ziemlich wackelige Konstruktion, aber irgendwie finde ich das cool. Es muss ja nicht immer alles gut sein, es muss nur irgendwie funktionieren. Das macht für mich auch irgendwo so den Reiz aus, des draußen rumrennens und mit so einem Zeug hantieren, dass es oft irgendeine improvisierte Schrottlösung ist, die aber gerade noch so funktioniert. Das macht mir am meisten Spaß. Aber das ist philosophisch, das muss ja jeder selber wissen. Ach so, ja, und das ist eben dieser Notkocher 71, da ist das Ding da unten drunter, heißt der 71? Ja. Und das ist im Prinzip so ein Spiritusgel, was da drin ist. Kann man theoretisch irgendwie auch wieder auffüllen, die kosten aber auch nicht die Welt. Ich glaube 4 Euro oder was. Irgend sowas um den Dreh. Reicht zum Warmmachen von 3 Konservendosen, 3 großen, diese großen Ravioli-Dosen. Also sowas von dem Format hier, da reicht er wie gesagt locker für 3 bis 4 solcher Dosen. Wenn man Wasser kochen möchte, dann wird es gar nicht so viel Wasser möglich sein, weil das Zeug kocht ja erheblich schneller als Wasser und ist wirklich ruckzucki heiß. Mehr als 1,5-2 Liter würde ich dem dann nicht zutrauen, was man da großartig an Wasser kochen kann. Na, vielleicht 2,5. Es hängt auch immer von den Bedingungen ab, ganz wichtig, bei allen Kochutensilien steigt der Brennstoffverbrauch bei Wind. Je windstiller, desto geringer der Brennstoffverbrauch, beziehungsweise das Zeug wird einfach schneller heiß, was man draufstellt, dann muss es auch weniger lange brennen und dann hat man logischerweise einen niedrigeren Brennstoffverbrauch. Ach so, das da ist natürlich noch meine Verbandsmaterial-Ecke. Also die Tasche da habe ich zurzeit immer standardmäßig dann den Rucksack schmeißmäßig dabei. Das variiert aber auch. Ich habe auch mal eine andere Tasche. Ich habe noch diverse Variationen. Ich fummel da auch gerne mal ein bisschen rum und variiere einfach und probiere anderes aus. Der Verbandkasten ist schon ziemlich alt. Ich weiß es nicht, kann man lesen, was da drauf steht? Verdammt, man kann es lesen. Also der ist wirklich so alt, dass mir die Beschriftung hoffentlich verziehen wird. Im Übrigen habe ich eine leichte Leserechtschreibschwäche. Der ein oder andere wird es in dem ein oder anderen Fließtext schon mal bemerkt haben. So, wir waren in der Kochabteilung. Die haben wir jetzt eigentlich durch. Da unten gibt es Brennstoff aller Art und auch noch andere Kocher. Hier so zum Beispiel der obligatorische Esbit-Kocher kennt auch jeder. Habe ich 2 von, dem ist jetzt noch hier, den hätte ich mal sauber machen sollen nach der letzten Verwendung. Aber ja, es sind mir im Übrigen alle gegangen, dann muss ich demnächst mal wieder neues kaufen. Das hier ist zur Wasserkonservierung, wenn man mal größere Mengen Wasser irgendwo hat. Warum ich mir das mal gekauft habe, weiß ich inzwischen nicht mehr, aber das ist so ein übliches auf Silberionen basierendes Präparat.
kolloidales Silber. Also das ist da jetzt nicht drin. Aber das ist auch nochmal so ein Ding, da wollte ich eigentlich mal gerne ein Video zu machen. Ich weiß, dass der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch da eventuell diesem Zeug irgendwelche Wunderwirkungen zuschreibt. Aber eigentlich ist es hoch umstritten, weil es macht einfach überhaupt keinen Sinn, Silber in den menschlichen Organismus aufnehmen zu wollen. Der kann damit nichts anfangen. Das ist kein Nährelement, das ist kein biologisch irgendwie interessantes Zeug. Das hat bloß eine gewisse keimtötende Wirkung, wenn es in hoher Konzentration direkt auf einen Keim trifft. Da das aber nicht kompatibel ist mit dem menschlichen oder einem anderen Säugetierorganismus, landet das einfach bloß im Magen und wird unverdaut wieder ausgeschieden, im besten Fall. Wenn du Pech hast, wird es irgendwo in irgendwelche Zellen eingebaut, hat da nichts zu suchen und wirkt da dann ab einer gewissen Konzentration auch toxisch. Man läuft dann auch sogar silbern an. Das kann nicht gesund sein. Also deshalb bin ich hoch skeptisch, was an diesem Wundermittel kolloidalem Silber bitte dran sein soll. Also, man muss immer unterscheiden bei sämtlichen Substanzen, die in irgendeiner Form ein Medikament mal sein sollen oder sowas in der Richtung, ob es nur im Labor funktioniert, wenn du also auf einer Petrischale das Zeug reinkippst und dann auch ein paar Bakterien dazukippst und die dann sterben, oder ob das auch funktioniert im Organismus eben. Und das Letzteres funktioniert nicht, Ersteres schon. Darauf wollte ich hinaus. Ach. Ja, sonst habe ich da den Sauerwasserfilter, den kennt auch jeder Depp. Hier ein ganz einfacher Campinggas-Steckkartuschenbrenner, den benutze ich auch wirklich nur quasi vor der Haustür oder tatsächlich hier unten im Keller selber, wenn ich mir hier was koche, habt ihr ja unter Umständen auch schon gesehen. Mein Benzinvorrat, der, weil ich immer wieder mal was geschenkt bekommen habe, inzwischen ordentlich angewachsen ist. Herzlichen Dank übrigens an alle, die mich da supportet haben. Mein Benzinkocher, das ist ein MSR Dragonfly, den kann ich euch eigentlich auch mal kurz zeigen, den kennt ihr noch nicht. Den habe ich allerdings nur Verwendung, wenn ich irgendwo bin, wo Spirituskocher schon an ihre Grenzen stoßen, wegen der Temperatur. Die machen nämlich bei großer Kälte irgendwann keinen Sinn mehr. Und da ist dann ein Multifuel-Benzinkocher eine sehr, 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 sehr gute Alternative. Das ist das Ding, der hat hier noch entsprechende Füßchen, kann man ausklappen, das ist die Brennstoffzufuhr. Das Problem ist, wenn man so ein Ding im Flugzeug mitnehmen möchte, dann ist es kein Problem, den Kocher mitzunehmen. Es ist auch kein Problem, die Brennstoffpumpe mitzunehmen. Aber wenn man die Brennstoffpumpe in die dazugehörige Brennstoffflasche reinschraubt und die Brennstoffflasche zwar leer ist, aber noch ganz geringfügig nach Benzin riecht, dann reicht das dem beschissenen Flughafensicherheitspersonal vom beschissenen Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München aus, um hier meine beschissene, arme, schöne Brennstoffflasche mit wegzunehmen, inklusive der drinsteckenden Brennstoffpumpe. Danke. Weil ich wollte Gewicht sparen und habe dieses Objekt nicht mitgenommen ins Flugzeug. Und deswegen hatte ich die Brennstoffpumpe standardmäßig in der Brennstoffflasche, weil ich den Deckel halt eben gewichtssparmäßig zu Hause gelassen habe und deshalb war die Brennstoffpumpe gleichzeitig der Deckel meiner Flasche. Wäre nur die Flasche weg gewesen, hielte sich der Verlust im Bereich von 10 Euro oder was so eine Flasche kostet. Aber mit der fehlenden Brennstoffpumpe habe ich da schon gut Geld verloren und zwar so gut, dass ich bisher noch keine neue Brennstoffpumpe bzw. neue Brennstoffflasche zu dem Kocher gekauft habe, weil ich ihn halt einfach nicht mehr gebraucht habe. Ich war jetzt nicht mehr seitdem in ganz fiesen Regionen unterwegs klimatisch. Das kommt jetzt aber wieder und deshalb brauche ich jetzt dann auch bald eine neue Brennstoffpumpe. Das hier ist der dazugehörige Windschutz. Ganz einfaches Alubrecht, das man da drum wickeln kann. Simpel, aber super effektiv. Und sonst fällt mir zu dem Regal nichts mehr ein. Gut, machen wir mal einen Schnitt.